Packen's die Sachen ein. Und das Sträußchen hier, das schickt's mir zum Dr. Siedler Zimmerfee. Stinkerten Quakel kriegt er von mir. Die schönen Pfirsiche will ich ihm schicken. So Gott will, soll er dran ersticken. Das fette Huhn wird mitgenommen. Es soll ihm möglichst schlecht bekommen. Das Lebkuchenherz des Bockens mit ein. Für den süßen Dorf, da kann ich süß genug sein. Denn das Freund vielleicht sagen, dass sie nicht so stört. Gleich morgens aufs Zimmer, na haben's nicht gehört. Wollt man nicht ein. Als Postillon d'amour bin ich nicht engagiert. Also mein Herr Ober widersetzt sich meinen Wünschen. Jawohl. Geben Sie her die Sachen, dann trage ich selber hinauf. Und Sie sind entlassen. Sie können gehen. Bitte sehr. Bitte gleich. Ein anständiger Mensch kann alles. Der kann sogar stehen. Aber das Gespusi mit einem anderen ansehen. Für ein Lächeln von ihr, für ein einziges Wort, hätte ich alles getan, sofort. Doch für sie ist nur Scherz, was für mich ein Schmerz. Ich glaub, die hat kein Herz. Für ein Körnchen Gemüt, einen Hauch Sympathie, hätte ich Pferde gestohlen für sie. Und ich wär sogar gesprungen in Wolfgangsee rein. Doch in einem Fall, da sag ich nein, nein, zuschauen kann ich nicht, zuschauen mag ich nicht, wann ich nicht selber bin dabei, bricht mir das Herz entzwei. Ich bin in der